Herzlich willkommen bei G-Writers. Heute mit dem Thema 4 Alternativen zum akademischen Ghostwriting. Wir haben bereits einen Beitrag erstellt, bei dem wir euch gezeigt haben, wie wir euch mit gezieltem akademischen Ghostwriting bei eurem Projekt behilflich sein können. Heute schauen wir uns einmal die 4 folgenden Alternativen an, angefangen mit dem sogenannten Korrektorat. Wir kennen das alle. Wenn wir eine Arbeit geschrieben haben und diese schon zum dritten oder vierten Mal durchgehen und durchlesen und korrigieren, dann sehen wir irgendwann die eigenen Fehler schon gar nicht mehr. Gerade bei solchen Fehlern wie die Grammatik, die Rechtschreibung, Typografie oder Interpunktion betreffen, ist dies der Fall. Hier hilft ein professionelles Korrektorat durch G-Writers. Fragt dies also einfach an, wenn ihr eurer Arbeit den letzten Schliff verleihen wollt. Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Lektorat. Das Lektorat ist quasi ein erweitertes Korrektorat, bei dem sowohl der Stil als auch die Quellen überprüft und korrigiert werden und zusätzlich auch auf den Inhalt eingegangen wird. Hier schaut sich ein Fachlektor euren Text an und schaut sich an, ist das alles stimmig? Wenn er etwaige inhaltliche Mängel feststellt, wird er diese aufzeigen und Verbesserungsempfehlungen in Form eines Textes geben. Wer etwas mehr möchte und nicht nur Verbesserungsempfehlungen bekommen möchte, sondern auch direkt möchte, dass die Fehler alle von dem entsprechenden Lektor verbessert werden, der schaut sich die Textredaktion an. Die Textredaktion ist quasi ein Lektorat, bei dem eben genau diese inhaltlichen Fehler direkt korrigiert werden und der Inhalt optimiert wird. Eine letzte Möglichkeit, die sich nicht so sehr auf den schriftlichen Teil bezieht, sondern mehr auf den Arbeitsprozess an sich als Alternative zum akademischen Ghostwriting, ist das sogenannte Coaching. Viele unserer Kunden nehmen ein Coaching in Anspruch als individuelle Beratung, entweder als Starthilfe zum Beispiel, wenn sie Probleme haben, eine Gliederung zu finden oder Probleme haben mit dem roten Faden in der Arbeit und lassen sich somit von einem Coach beraten. Was allerdings auch ganz gerne in Anspruch genommen wird, ist das sogenannte begleitete Schreiben. Hier haben wir festgestellt, dass oftmals die Betreuer an den Universitäten und Hochschulen nicht ganz so viel Zeit haben und vielleicht auch nicht ganz so viel Zeit investieren können in die Beratung des Studenten. Das sind dann eben genau die Studenten, die auch zu uns kommen und ein Coaching in Form eines begleiteten Schreibens in Anspruch nehmen, wo sie immer mal wieder einen akademischen Rat einholen können und sich mit ihrem Coach beraten können, wenn es Probleme gibt oder Schreibblockaden. Ich hoffe, ich konnte euch somit 4 Alternativen, die für euch auch nützlich sind, um euer Projekt erfolgreich zu Ende zu führen, durch G-Writers vorstellen und freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.